Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Sunshine. Wir haben die letzte Welt bei der letzten Folge betreten und diese nennt sich Plaza de la Palma und dort haben wir auch schon die erste Mission erfüllt und Kapitel 2 folgt. Diese nennt sich Palmadons Klettertor-Tour. Wow. Sehr kreativer Name, nicht wahr? Ja, okay, so mein Kaiser. Auf alle Fälle, eine weitere besondere Sache, dass ich hier überhaupt mal ein paar gute Worte rauskriege, ist, dass sich hier in dieser Welt immer wieder die Tageszeit ändert. Also einmal Tag, einmal Nacht und das ist immer abwechselnd so. Allgemein, die Ungeraden sind Nacht und die Geraden sind Tag. Ja. Und das System geht über die komplette Welt, über alle Kapitel. Ja, und jetzt haben wir erstmal eine Tagmission, nämlich mit Palmaton. Und zwar auch das letzte Mal im Spiel. Du und ich, wir rennen jetzt dorthin. Wer ist schneller? Meine Bestleistung sind 30 Sekunden. Nicht schnell, gell? Auf die Plätze fertig und los! Ja, aber es gibt hier tatsächlich einen relativ einfachen Trick, wie man den Kerl schlagen kann. Außer ich heiße Markus und schaffe das Ding nicht richtig anzuwenden, ne? Oh, scheiße. Jetzt nicht... Nein! Was mache ich denn? Was mache ich? Okay, gut, ich konnte das ausnutzen. Was? Was ist passiert? Hä, hat das jetzt irgendwie geschnallt? Ich bin abgehoben komplett. Also, das lief jetzt gerade überhaupt nicht. Das passt irgendwie zu meiner Kommentation am Anfang gerade, aber okay. Kommentier kurz, das ist schon schwer genug und jetzt passiert das auch noch, danke. Alter, was war das denn jetzt für ein Fail? Hä, was ist da passiert? Ich hab grad links oben da war da doch eine blaue Münze oben. Ich glaube, ich kotze gleich im Strahl. Gut, bevor ich da jetzt hingehe, ich weiß noch eine andere blaue Münze. Ich bin ja nicht dämlich. Frag bitte nicht, wie ihr auf die draufkommen sollt, ganz ehrlich. Das war eine der wenigen blauen Münzen, wo einfach nur Google der einzige Antwortgeber ist. Es ist einfach so. So, da oben habe ich doch eine blaue Münze gesehen. Wartet, hier ist sie. Und für die bin ich vorher gestorben. Also vorher, in der letzten Folge natürlich. In der Aufnahmesession ist es bei mir vorher. Müsst ihr wissen. So, die andere blaue, die hole ich jetzt dann später. Jetzt gehe ich erstmal zu Palmaton. Ich bin's, Palmaton. Hör zu, siehst du die Fahne dort drüben? Ja, ich habe sie schon gesehen. Ich bin ja überhaupt nicht übers Ziel hinaus, wisst ihr? Das hat schon Feelings wie Mario Maker gehabt gerade. Ah, komm, lass starten. Dann müssen wir schauen, ob ich das besser hinkriege. Nee, krieg ich nicht. Jetzt nicht dämlich sein. So, und diesmal nicht diesen Sprint nehmen, sondern ganz normal hochlaufen. Ganz, ganz normal. Wow. Was ist da vorher passiert, wirklich? Na gut. Dann haben wir wenigstens die Scheine. So, aber jetzt muss ich noch... Ihr seht da oben diese blaue Münze. Scheiße. Ich darf jetzt nicht failen an der... Bitte, bitte, bitte. Ah, danke. Jetzt muss ich wieder runterkommen, aber auch. Oh, ich hasse diese blauen Münzen, die einfach hier auf diesen Palmen versteckt sind. Okay. Das war ein Stylesprung. Ich dachte gerade, ich würde daneben landen, aber alles gut. Ich bin genau drauf gelandet, wo ich hin muss. Gut, das heißt, wir hatten unseren Spaß heute mal wieder. Schon innerhalb der ersten Minuten. Das ist eine halbe Minuten-Mission, sorry. Und dann kacke ich so rein. Okay, gut, dann gehen wir weiter ins dritte Kapitel und da wird es übrigens jetzt das erste Mal richtig amüsant. Weil, ihr werdet es gesehen. Das dritte Kapitel fängt nämlich folgendermaßen an. Rette den Bürgermeister, heißt es. Das Ganze läuft ohne Dreck weg. Komplett Plaza de la Palma ist... Ja...
in Schmutz begraben. In Laberschlamm, besser gesagt. Und wir müssen das ohne Dreck wegleisten. So. Es gibt jetzt übrigens mehrere Möglichkeiten, wie man das schaffen kann. Ist halt so. Meine Methode war früher immer über den Wasserfall, sich ein Ding da hinten zu bahnen. Also ich kann euch das kurz mal zeigen. Ich zeig's mal vor. Ich werde dann aber einen anderen Weg verwenden, weil den ich halt Weg nehme, der ist halt schon sehr... Also man kann hier ins Wasser so rein und mit dem Wasser, was man hier macht, kann man sich hier so einen Weg bahnen. So wie hier dieser Tropfen. Ich zeig das nochmal ein bisschen besser. So. Genau. Das kann allerdings relativ lange dauern. Da ich allerdings sehr wohl auf die Folgenlänge achte, gehen wir einen anderen Weg. Und zwar einer, der was, glaube ich, unbeabsichtigt ist. Also der müsste, glaube ich, so nicht geplant gewesen sein von Nintendo. Für damalige Verhältnisse kann man das aber verkraften. Und zwar, man kann hier tatsächlich rüberlaufen. Außer man heißt Markus, dann springt man nämlich einfach runter. Hat keiner gesehen. Danke für nix. Ich werde schon schaffen, keine Sorge. Ja, die Mission ist ohne Dreckweg übrigens absolut ätzend. Es ist einfach so. Aber es ist halt der einzige Weg, wie ich glaube ich da wirklich halbwegs vernünftig in der guten Zeit rüberkommen kann. Warte, kann ich nicht über die Palme vielleicht drüber springen? Achso, die ist erst da drüben. Ah. Na gut, dann ist das doch der einzige Weg, wie ich da rüberkommen könnte. Vorausgesetzt, der Wind lässt mich jetzt in Ruhe. Jetzt kommen die vier auch noch. Hui, hab's. Ich habe jetzt extra meinen Mund gehalten, damit da jetzt kein Fail passiert. Sehe ich das? Hey, warte mal, was? Okay, das sind aber mehrere. Ich dachte gerade, dass der vielleicht eine blaue geben könnte. So, mein eigentlicher Trick, den ich jetzt anwende, ist nämlich ein ganz gefährlicher. Nämlich dort oben. Und zwar, man kann hier rauflaufen, ganz normal. Das wissen wir schon. Bin ja schon gestorben auch daran, nicht wahr? Ah, jawohl. Okay, jetzt muss ich halt den Sprung auch schaffen, irgendwie. Ohne, dass ich runterfalle. Okay, warte, ich mach das folgendermaßen. Ich laufe erstmal hier hoch. Spring hier rüber. Und sterb wieder. Und sterb wieder! Verdammt! Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich das nicht einfach mit dem Wasser wieder mache. Ganz normal die Taktik. Jetzt habe ich das schon so skillig darüber geschafft und dann passiert sowas schon wieder. Ja, man muss euch sagen, das Kapitel ist wirklich absoluter Dreck. Ich mag es überhaupt nicht. Hätte man wieder irgendeinen ganz normalen Secret Curse einbauen können. Anstatt den Mist hier. Aber ja, man musste die Leute irgendwie abfacken. Da oben, ja, und der Bürgermeister da oben, ganz ehrlich. Warum überhaupt? Warum? Warum am Arsch der Welt? Übrigens, hier gibt es einige blaue Münzen später auch wieder zu sammeln. Okay. Ich glaube, ansonsten gibt es überhaupt keinen Weg darüber. Nee, also was ist mein Plan genau? Also man kann da oben einfach die komplette Passage überspringen und dann rüberlaufen. Aber jetzt muss ich erstmal da hochkommen. Offensichtlich geht das aber doch ein bisschen schwieriger als erwartet. Ah, okay, gut. Jetzt habe ich's. So, und zwar, man kann hier jetzt da mit einem Long Jump darüber. Also Long Jump. Mit. Ich war dumm. Es geht sich aus. Oh Gott. Ich habe den Sprung nämlich gefailt. Der entscheidende Sprung. Aber er ging nach hinten los, aber ich habe es trotzdem geschafft. Okay. Wenn dann können wir uns diesen ganzen Mist ersparen.
Der Alternativweg wäre unterirdisch. Also unter dieses Labyrinth da, was wir schon hatten. Mir ist das egal, ich wende den Weg an. Gut, und jetzt kann ich übrigens den Bürgermeister befreien. Bevor ich das allerdings tue, erstmal ein bisschen Wasser versprühen natürlich, denn da unten gibt es natürlich einige Sachen, die es noch zu finden gibt. Ich spring mal runter. Nee, ich soll nicht runterspringen, da wo Lava ist, logischerweise. Man kann es auch ein bisschen übertreiben, Markus, wir wissen es. Genau, weil es an manchen Positionen befindet sich so ein M hier. Mein Wasser ist zum Glück grenzenlos, deswegen alles gut. Ich soll es aber auch nicht übertreiben. An welchen Positionen genau ein M überall ist, weiß ich gar nicht. Wir werden mal gucken. Ich glaube, hier müsste noch irgendwo eins sein, da in der Nähe. Ich muss schon wieder niesen, verdammt. Aber jetzt suche ich kurz mal weiter. Das sieht schon mal gut aus hier. Also viel ist schon sauber. Und hier sind nur Münzen drin. Hey, wo waren denn noch was? Oder waren das eh schon alle? Kann ja sein. Aber solche Kisten hier, die sind... Ah! Hinter will ich mir nicht verbrennen. Achso, ich habe kein Wasser mehr, deswegen ist er nicht gespritzt. Oh, das sag ich gleich. Ah, ist mir wieder ein bisschen später aufgefallen als erwartet, na gut. Nee, ich glaube, das war's dann eh schon. Also ich kann jetzt gleich direkt den Bürgermeister eigentlich retten. Na gut, obwohl eine Sache fällt mir noch ein, die kann ich vorher noch machen. Also eine weitere blaue Münze natürlich. Und zwar die ich hier holen kann. Ja, nicht blöd sein, nicht in die Lava reinfallen, in den Lavaschleim. Weil da kann ich mich dann nicht mehr retten. Ich glaube, das kann man hier am einfachsten holen, nicht wahr? Wartet. Ich glaube schon, oder? Ah, nee, da bin ich noch an einer zu tiefen Stelle. Ah, dann muss ich auf den rüber wahrscheinlich. Oder doch am Goldenen. Ah, ich glaube, das geht doch am Goldenen nur. Ja, es geht übrigens um eine blaue Münze an der Stelle. Aber ich zeig's euch gleich. Ah, jetzt weiß ich doch, wer fehlt. Also ich will das komplette Kapitel nicht nochmal machen, das ist klar. Gut, den habe ich gesäubert. Ich glaube, von hier geht das, oder? Ah, genau. Ja, man muss den Mond einspritzen an der Stelle. Dann kriegt man tatsächlich eine blaue. So, und da unten sehe ich noch den Kerl, der was da mit dem Ding herumläuft. An den kann ich mich noch erinnern. Auch der müsste, glaube ich, eine blaue geben. Vorausgesetzt, ich schaffe ihn zu löschen, komm. Danke, gut, jetzt sag mir bitte danke und gib mir eine blaue Münze, komm, gib her, gib her. Ja. Merkt man mir an, dass mir das Level vielleicht ein bisschen am Strich geht? Wenn ja, dann mache ich ja nichts falsch. Es geht mir am Strich, tut mir leid. Ich bin froh, wenn ich es jetzt dann beenden kann. Und ich werde mich ärgern, wenn ich irgendeine blaue vergesse, die es nur in dem Level gibt. Aber ich glaube, das müssten alle gewesen sein. Na gut, dann, Herr Bürgermeister. Cool, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Und als Belohnung gibt er mir einen Schein. Okay, jetzt interessiert es mich noch. Geben die Piepsmatze hier auch irgendwas? Okay, der gibt nur eine Münze. Da ist noch einer. Okay. Alles gut. Und damit können wir Kapitel 3 abschließen auch. Ich bin froh, ich bin wirklich froh. Ich gehe auch in dieses Kapitel nicht mehr rein, könnt ihr mir glauben. So, das heißt, vom Zeitlichen her geht sich auf jeden Fall noch genug aus. Denn in Kapitel 4 gibt es auch wieder eine schöne Mission. Und zwar eine, die was vielleicht verdächtig bekannt vorkommt. Ich muss kurz mal meine Nase putzen, anders geht es gar nicht mehr. Weil ihr hört das eindeutig raus. Ketten und Katastrophe. Ihr erinnert euch, in der ersten gab es da schon was ähnliches. Und zwar diesmal halt nur in Großformat. Ganz, ganz wichtig. Ja, das ist alles.
Jo, gab es tagsüber noch irgendwelche blauen Münzen? Ich glaube nicht. Okay, wir fangen jetzt mal von ganz von vorne an. Also, den Kerl muss ich hier loslassen. Glaube ich. Hä? Also löschen kann ich ihn, das weiß ich eh. Ach so! Ja, okay, jetzt verstehe ich's. Stimmt, ich lasse den jetzt erstmal laufen. Weil ich muss den zu diesem Wasserding hinschleppen. Also da, wo wir schon beim Palmaton vorbeigelaufen sind. Das dauert jetzt aber ein bisschen. Aber kann der Lava erzeugen? Nee, kann er nicht. Das ist gut. Und bitte lauf jetzt links. Links abbiegen. Blinker links setzen. Genau. Scheiße, der ist aber mit dem Ding relativ schnell unterwegs. Links. Links. Blinker links. Blinker rechts. Sorry. Links ist ja keine Abzweigung. Stopp. Stopp. Hehe. Wer hat gesagt zu weit? Alter. Das ging komplett in die Hose. Ja, man kann nämlich, wenn der abgekühlt ist, den relativ leicht schleppen. Das Problem ist halt, der ist mir leider komplett in die falsche Richtung gelaufen. Ey, wir müssen ihn da rüber schleppen. Ja, scheiße. Es geht sich um einen Millimeter nicht aus. Mann! Regt mich der scheiß Ketten nun schon wieder auf! Und ich kann hier nicht mal Wasser nachfüllen, ernsthaft jetzt? Ja, wieso liegt das jetzt? Achso, ja, ich weiß schon. Na gut, dann lasse ich den Kerl erstmal laufen. Das hat mich jetzt wieder mal aufgeregt. Mir fällt gerade eine blaue Münze an. Wartet. Geht die hier schon? Oder geht das nur nachts? Na, scheint nur nachts zu gehen. Trotzdem, das regt mich gerade schon wieder so richtig fett auf. Wo läuft denn der jetzt da hinten? Okay, wenn er jetzt gerade läuft, dann wäre es cool. Bitte, kein Blinker setzen, sondern einfach nur... Okay, in dem Fall links blinken. Links blinken. Links blinken! Nicht, nie! Kreisverkehr lohnt sich hier gar nicht. Wird es nicht ausgehen vom Zeitlichen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Vor allem, wenn der hängen bleibt. Obwohl. Bitte. Nee, das gibt's doch nicht. Aber diesmal nicht. Komm. Kühl ab, mein Freund. Jawohl. So, und jetzt habe ich alle Zeit der Welt. Ich nur über die Kurve und ich habe, glaube ich, noch 30 Sekunden, naja, 20 Sekunden circa Zeit. Jawohl, und... Nee! Was tue ich denn? Geht auf meine Kappe, war wieder dämlich, ich weiß. So, jetzt habe ich unendlich viel Zeit. Und du gehst jetzt baden. Ich weiß, der will nicht, aber der geht jetzt baden. Ah, jetzt... Ja, sieht jetzt relativ traurig aus, aber ja. Der Kerl wird tatsächlich zu Gold. Autsch, oder? Ja, aber der Kerl hat jetzt leider eine gewisse Gefahr. So kann ich es jetzt aktivieren. Nee, okay, dann geht es echt nur in der Nacht. Gut, da war das die vierte Scheine. Eine relativ einfache. Und ihr seht schon, wir haben fast 200 blaue. Eine noch. Eine einzige noch. Krass. Ich bin gerade überlegen, was waren jetzt die fünfte? Oh nee, jetzt kommt ja die fünfte Mission nachher. Uhuhu, nee, das können wir heute nicht mehr machen. Das wird mich nur aufregen. Aber es gibt eine andere, die wir noch machen können. Da muss ich kurz mal runterspringen. Und nochmal die Raketendüse holen. Ich glaube, das ist auch allgemein die letzte. Nee, die vorletzte. Von den Scheins. Das stimmt auch wieder nicht, nee. Da gibt es noch ein paar andere. Eine andere gibt es auch noch zu holen. Ja, egal. Wir holen uns erstmal jetzt die.
Aber es werden immer weniger Sachen, die was man hier holen kann. Und zwar, bevor ich es vergesse, diese schmutzige Schein hier, die geht mir schon lange auf die Nerven. Weil die kann man nämlich säubern. Und da machen wir jetzt kurz mal. Damit das Wahrzeichen von Piazza Delfino endlich mal wieder in vollem Glanz erstrahlen kann. Ist eigentlich das gleiche wie mit den Glockentürmen. Und die Belohnung ist natürlich, wie könnte es anderes sein, wenn wir schon eine Insigne reinigen? Natürlich ist es eine Insigne selbst. Und ich baller mich jetzt erstmal hier hoch. So, hier müsste ich richtig stehen und ab die Post. Das ist Nummer 79. Wir sind relativ gut dabei, ich weiß. So, das heißt, wir haben jetzt noch insgesamt ein paar Scheins zu holen in Plaza de la Palma. Die 100 Münzen, logischerweise. Noch ein paar hier auf Piazza Delfino und ich glaube, dann haben wir alle. Da fehlen eh noch blaue Münzen. Also Leute, wir gehen mittlerweile dann schon in Richtung Endspurt. Okay, noch nicht ganz. Erst wenn wir alle Kapitel geschafft haben, dann kommen halt, wie gesagt, noch die 100 Münzen überall und dann ist, das ist dann wirklich dann der Endspurt. Aber wir gehen schon in die Richtung, Leute. Danke fürs Zusehen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, Leute. Thank you.